Hallo Udo. Was gibt's denn Schönes? Eigentlich gibt's gar nichts. Es war irgendwie nur so eine Reaktion, weil ich schon lange nicht mehr angerufen habe. Naja, sieh on, sieh on. Was ist los? Du sitzt immer noch da, wie bestellt und nicht abgeholt. Was ist nur mit den Augen? Du, ich habe Tränen, da bisschen Tränen, weil ich gelesen habe schon die ganze Zeit. Mein eigenes Zeug. Ich lese ja laufend immer meine Selbstgespräche und hoffe darauf, dass ich das irgendwann einmal verstehe, das ganze Zeug. Wie soll man das denn verstehen, wenn du sowas wieder erzählst? Darf doch einmal das Späßchen machen, oder? Ja, ich habe mir vorher nur über diese Spiegelwelt wieder Gedanken gemacht. Und zwar, es ist ja ein Spiegelbild meines Charakters, weil der Geist, der kann, ist ja sowieso. Du bist immer Subjekt, du musst immer zuerst einmal die Stufungen wissen, was es beginnt, das ganze Spiel beginnt in dem Moment, wo du zu verstehen lässt, dass du selbst was bist, was du nicht denken kannst. Dass ich immer wieder sage, selbst wenn ich jetzt symbolisch sage, das ist ein träumender Geist, der schaut seinen Traum an. Der träumende Geist als Ding an sich, den wir uns jetzt ausdenken, ist kein träumender Geist, sondern ein Gedanke wiederum. Genau. Das heißt, du bist eigentlich jetzt der Geist, der sich den träumenden Geist ausdenkt. Und sobald du dir das denkst, ist der Geist, der sich einen träumenden Geist ausdenkt, auch schon wieder was ausgedacht ist. Ja. Das heißt, du wirst irgendwann nochmal begreifen, dass das, was du bist, diese Energie, die sich selber lebendig erlebt, etwas ist, was nicht in Erscheinung treten kann. Und genau deshalb ist es ewig. Das heißt, wenn du diese Gewissheit, diese Erkenntnis hast, was du bist, hast du auch vor nichts mehr Angst. Wie immer es auch nichts kann nicht zerstört werden, das ist schon nicht. Aber dieses Nichts ist dann zwangsläufig auch alles. Frag mich, was ich Jetzt. tun würde, wenn ich von nichts mehr Angst hätte. Was? Genießen. Jeden spannenden Moment genießen. Jetzt kannst du auch einen Krimi genießen. Wo ich immer sage, der Zuschauer kann auch einen Gruselfilm genießen. Du kannst alle Geschichten genießen. Weiß nicht, ob denn sowas wie normales Arbeiten noch möglich wäre oder so. Die Fragen stellen sich doch. Das sind doch alles Fragen, die jetzt sich eine Daniela denkt, die du beobachtest, wenn du ich bist. Für dich Schon. selber stellt sich die Frage überhaupt nicht. Du Hat sie. beobachtest einfach nur einen Charakter in deinem Traum, wie er reagiert, was er sich wünscht, was er haben möchte. All das sollst du anschauen. Du sollst der werden, der sich das anschaut. Was ich mir so sagen, wenn Träume sind, nächtliche Träume, die ja nichts anderes sind als Die du jetzt, dir jetzt ausdenkst. ist ja auch ein nächtlicher Traum. Das ist, wie du dir jetzt denkst. Das Vergangenheit ist ein Gedanke, den du jetzt denkst. Das ist der große Trick dabei. Einfach die Bewusstheit, dass ich immer bin und ich schaue meine ständig wechselnden Informationen an. Und sobald jetzt hier sich der materialistische Intellekt einmischt, würde diese Information per Definition um sich herum verstreuen in die Vergangenheit. Heute Nacht habe ich geträumt, woanders hin. Der Udo ist jetzt woanders. Obwohl das doch immer nur hier Ja, und jetzt irgendwie ist. stimmt es schon. Ja, das Irgendwie stimmt aber nicht. auch Das wieder. ist das, was ist. Das ist Aber das, was irgendwie auch ist. wieder Wer bestimmt es, dass das nicht stimmt? Das ist Weil genau es das, was du auch ein erkennen sollst. Gedanke ist, der Das ist dieses auftaucht. Ich, das du zu sein glaubst. Ich Ja. rede immer nur von Fakten, von wirklichen Fakten. Und dir muss irgendwann einmal klar sein, dass das, was der Intellekt, dein Intellekt dir als Fakten suggeriert, bisher hast du das Wort Fakten dazu benutzt, auszudrücken, das ist bewiesen, das ist eine Tatsache. Und dann sage ich, das ist ein Blödsinn. Du siehst des Kaisers neue Kleider. Naja, Wenn du Fakten über, wenn du wäre. Geist über was nachgrübelst, wie kannst du sagen, es ist bewiesen, dass in dem Moment eine Daniela da sitzt, wenn du glaubst, du bist die Daniela, auch wenn du nicht an sie denkst? Wie willst du das überhaupt beweisen, wenn du Ja, an das etwas stimmt denkst, schon. ist es nicht da? Aber was halt eine Rolle spielt, so in dem ganzen, in der ganzen Wahrnehmung, sind halt Sachen, dass auch außerhalb, also ich, dass ich mir Sachen vorstellen kann, die jetzt hier und jetzt nicht da sind. Ja, wenn sie nicht da sind, sind sie nicht da. Und das große Problem ist, ist jetzt das Jein. Die Erkenntnis des Jein, dass ich immer wieder sage, existieren die Bilder auf einem Bildschirm, wenn sie nicht auf dem Bildschirm in Erscheinung treten? Ja. Wenn nicht existieren, ist der heraustreten aus.
das wieder so dann nennt. Sind wir auf der Datei. Ja. Als Seinsmöglichkeiten in einer ganz anderen Form, als eine Einheit, der Film, sämtliche Bilder eines Films existieren als Einzelbilder, nur wenn sie einzeln auf dem Bildschirm in Erscheinung treten, wenn sie auf dem Bildschirm nicht in Erscheinung treten, sagt jetzt deine Logik, dann sind sie zwar immer noch da, aber nicht in Form von entfalteten Bildern, sondern der Film selber ist eine einzige Einheit, ein Kontinuum, eine Einheit auf der Datei. Das steht übrigens auch in einem Selbstgespräch. Das ist zwar jetzt logisch richtig, es ist bloß ein kleiner Denkfehler dabei, dass diese Bilder in der Einheit auf einer Datei nur dann da sein, wenn du an die Datei denkst. Existiert diese Datei, wenn du nicht an die Datei denkst. Und jetzt habe ich diese Stufungen, dass ich wieder sage, da kannst du wieder sagen, ja, wir machen einfach mal die Bilder eines Films, sind viele Facetten einer Datei, die wir jetzt einfach eine YouTube-Datei nennen. Mhm. Die werden zusammengefasst in einem Chat. Dieses Chat wiederum ist eine Facette, aus der Internetseite YouTube kommt. Okay? Aber es ist immer wieder, du hast für alles, was du siehst, ist diese Filmfacetten, viele Einzelheiten, bilden immer die Darüber-Ebene. Ich habe das so oft gesagt, du musst dir immer bewusst machen, was ist das darüber oder beziehungsweise darunter liegende Chat. Das, was du zeitlich als ein Nacheinander empfindest, per Definition, die Bilder eines Films, machen wir es einfacher. Die Worte, die du liest, wenn du eine Zeile durchdenkst, die nacheinander zu kommen scheinen, erkennst du in dem Moment, wo dir bewusst wird, dass das eine Zeile ist, dass die gleichzeitig sind. Und in dem Moment, wo du die Zahlen nacheinander liest, erkennst du in dem Moment, wo du dir an die Seite denkst, dass diese Zahlen, die du nacheinander liest, eigentlich in Bezug auf die Seite gleichzeitig da sind. Ja, irgendwie schon. In dem Moment, wo du ein Buch Seite für Seite durchrastest, erkennst du, wenn du das Buch in der Hand hast, das ist wieder das Darunterliegende, dass diese Seiten gar nicht nacheinander kommen in Bezug auf das Buch. Die Gedanken kommen nacheinander. Nein, die sind immer jetzt. Das ist ein Akt, wenn du jetzt über den Dingen stehst, dass du merkst, sobald du in der Ebene der Sichtbarkeit bist, dass du jetzt, ob du das etwa gedanklich oder real siehst, bist du in einem extrem fokussierten Zustand. Fokussiert heißt, du gehst in einen extremen Zustand der Vergessenheit. Bis hin, dass sich das realisiert in dir. Was aber, wie gesagt, genauso, jede reale Wahrnehmung ist genauso eine Information, die in dir auftaucht, wie wenn du bloß was denkst. Ob du jetzt an deine Badewanne denkst in deiner Wohnung oder ob du die in deinem Gesichtsfeld in Erscheinung treten lässt, das bleibt deine Information. Es ist per Definition Information. Mehr ist es nicht. Und Informationen sind immer bloß da, wenn sie in dir auftauchen. Und das passiert immer hier und jetzt. Bisher ist es ja automatisch alles passiert. Es passiert immer automatisch. Ja, bloß das heißt, Autos ist das Selbst, es passiert von selbst. Die Frage, wer ist das Selbst, der das veranlasst? Aber wenn man sich darüber so den Kopf zerbricht, ist das nicht ein bisschen blöd? Ja, dieses das ganze Leben ist dazu da, dass du immer höhere Formen des Bewusstseins hochwächst, indem du eine bestehende Seinsform, die du zu sein glaubst, durchschaut hast. Und das ist alles perfekt eingerichtet. Das ist die große Kunst, dass das in Mündigen immer, wo ich sage, zu glauben, dass du irgendeinen Gedanken von dir einen Wert beiwissen, dass ein Gedanke von dir mächtiger ist wie du selber. Oder wo ich immer wieder sage, das ist so die normale Logik, du schau mal deine normale Logik bei Definition, dass du dir jetzt Leute ausdenkst, wo du meinst, wenn du an die denkst oder wenn die in Erscheinung treten, dass die mehr wissen, wie du selbst. Dass die was? Dass die mehr wissen, wie du selbst. Ach so. Ja, das schon. Ist immer wieder, wenn du jetzt an Menschen denkst, egal an wen du denkst, ist das ein Faktum, dass es ein Gedanke von dir ist. Ein Gedanke, den du dir denkst, der wird so sein, wie du glaubst, dass er ist. Das heißt, wenn du dir jetzt an Udo ausdenkst und du glaubst, er bist mehr wie du, wohlgemerkt, ja. Ich unterhalte mich jetzt mit deinem Geist, dann weiß der Udo, den du dir ausdenkst, bloß deshalb mehr wie du, weil du das bestimmst, dass der mehr wie du weiß. Die Schwierigkeit besteht darin, dass sobald wieder unser Wellenprinzip, sobald du jemanden denkst, der mehr weiß, viel weiß, entsteht im selben Moment jemand, der wenig weiß oder nichts weiß. Und bei dem, der nichts weiß, da sagst du, das bin ich. Ich bin der, der nichts weiß und Udo ist der, der viel weiß. Nein, du bist der, der sich beide ausdenkt. Das ist jetzt ein Gedankenwelle. Plus, du musst ja schon sagen. Du bist eins weiter drüber. Du bist eins weiter drüber. Jetzt los mit dem Wissen, dass alles, was in dir in Erscheinung tritt, jetzt wollen wir mal sagen, hier
diese Informationsquellen, die in dir auftauchen, wo du dich über neue Bereiche informieren kannst. Das kann jetzt zum einen ein Buch sein und das kann auch ein Mensch sein. Du kannst aus einem Buch Sachen lernen. Wenn du dir jetzt ein Buch, ein Chemiebuch ausdenkst, kannst du dir Vorstellungen über Chemie machen. Und sehr, sehr wichtig ist, begreife, dass es hier nur um symbolische Bilder geht. Es geht in keinster Weise darum, dass diese Worte, die jetzt Vorstellungen in dir auslösen, dass diese Worte unabhängig von dir da außen existieren. Ich will da nicht nochmal wiederholen, dir wird dazu bewusst, dass immer wieder Wissen, wenn in dir auftaucht, egal was, jeder Moment, der in dir auftaucht, der kommt aus dir wie eine Welle und für diesen Moment gibt es kein Vorher und kein Nachher. Das Erste, was du jetzt erkennen musst, wenn du zum Beispiel ins Internet gehst, irgendeine Internetseite anklickst und die taucht in dir auf. Schau in dich rein, was du glaubst und wie weit du glaubst, dass da außen irgendeine Trockennase auf dir rumläuft, der das geschrieben hat und ins Internet gestellt hat, zeitlich vorher. Das ist dasselbe Prinzip wie mit dem Klingelingeling. Es ist nicht so, dass es klingelt, weil dich einer anruft, sondern weil es Klingelingeling macht, erzeugst du mit deiner momentanen Logik, die du zu durchschauen hast, eine Vergangenheit, wo du dir selber erklärst, wo das Klingeln herkommt. Du musst dir schon sagen, jetzt dass denk dir einfach mal, du bist ein träumender Geist. In einem träumenden Geist wirst du als träumender Geist wirst du mit ständig wechselnden Bildern konfrontiert und plötzlich, du in deinem Traum sitzt du da und du machst irgendwas, du liest was und plötzlich klingelt dein Handy. Wohlgemerkt, du befindest dich in einem Traum. Ja, ein Traum. Außerhalb des Traums einer, der dich anruft oder was, du merkst, da führst du jetzt dich schon selber in der Sackgasse. Ja. Dasselbe ist immer wieder. Ich habe hier, ich will das nicht nochmal, ich habe das jetzt so oft wiederholt, das hat sich hier zum Beispiel auch in der Physik, wenn du in Physikbücher gehst, wenn du dir das anschaust, da sind so elementare Gedankenfehler drin. Pass auf, jetzt muss ich doch das ganz kurz machen für dich. Ich schicke dir mal ganz, ganz kurz eine, bloß um das nochmal klar zu machen. Schau da mal, mach mal die Internetseite auf. Die Internetseite. Okay. Warte, mein PC ist nicht so schnell. So, ja. Jetzt können wir natürlich für die Stringtheorie, das ist Physik, da geht es um Physik, ist populärwissenschaftlich erklärt, ich will auf was ganz was anderes auf. Ich will mich gar nicht im Detail verlieren. Pass auf, geh mal in die dritte Zeile in die Mitte. Dritte Zeile. Früher dachte man. Ja. Hast du das? Ja. Lies einmal vor, lies einfach mal und hör zu. Früher dachte man, dass winzig kleine, nicht mehr weiter teilbare Kugeln die Grundbausteine der Materie darstellen. Aus ihnen sollte alles andere aufgebaut sein. Die Unteilbarkeit verlieh diesen Teilchen ihren Namen, Atome, griechisch Atomos, unteilbar. Später entdeckte man dann aber, dass auch die Atome aus noch viel kleineren Teilchen aufgebaut sind, den Elektronen, Neutronen und Protonen. Und es hört nicht auf. Neutronen. Stopp. Jetzt, pass auf. Jetzt, wenn du mit deinem Bewusstsein, das sind jetzt erst einmal Worte, Worte lösen in dir Vorstellungen aus. Da ist schon früher dachte man, du denkst dir jetzt Leute aus, du erschaffst jetzt Leute, wo du meinst, dass die vor dir existiert haben. Aber interessanter ist es noch, später entdeckte man aber, dass auch diese Atome noch aus kleineren Teilen bestehen. Das ist ein so ein, wer will das entdecken? Verstehst du, was ich meine? Wie willst du das entdecken? Zeig es mir. Gibt es bestimmt Methoden? In dir taucht jetzt diese Internetseite auf und du verstreust es und du siehst das Kaisers neue Kleider. Solange du glaubst, dass das menschliche Wissen im Laufe der Zeit sich vermehrt hat, es ist umgekehrt. Es ist jetzt das ganze Wissen in dir da und die Dummheit besteht, dass in dem Moment, wo du an irgendwas denkst, ich habe das ein paar Mal gesagt, hör zu, du hast in der Schule immer was gelernt vom Mendelation-Periodensystem. Das denkt man uns jetzt, dass du das in der Vergangenheit gelernt hast. Das ist aber, wie gesagt, das ist auf dem Buch. Dein momentanes Wissen hat diese Metapher mit, beinhaltet diese Metapher. Was du jetzt erkennen musst, jetzt gehen wir mal gedanklich bewusst hier und jetzt in die Zeit zurück, zur Zeit Mendelejews. Wir sagen, der Mendelejew ist ein Zehnjähriger, da weiß das keiner, er lernt irgendwie was. Wie will der das entdecken? Es ist für dich so logisch, das Mendeleische Periodensystem hat der Mendeleev, was weiß ich, Schnuffi Zeit entdeckt.
das plapperst du einfach bloß nach. Jetzt geh mal in eine Welt, ich habe dafür die Beispiele auch mit Copernicus, wo das überhaupt, wo dieses Wissen nicht vorhanden ist. Jetzt frage ich dich, wie willst du das entdecken? Das wie will überhaupt irgendjemand entdecken, dass Wasser aus Wassermolekülen besteht, wenn du Wasser anschaust? Und du hast es noch nie vorher gehört. Wie willst du dann wissen, dass das Wasser aus zwei Teilen Wasserstoff und ein Teil Sauerstoff besteht? Wie willst du das entdecken? Das heißt, das Schlimmste, was dir passieren kann, dir muss einfallen, dass das so sein könnte. Genau. Dann muss es dir aber auch einfallen, dann kommt es aus dir. Der Unterschied... Jetzt denkst du dir das so aus, dass das so oder so ist, aber da gibt es nichts, was es zu entdecken gibt. Das habe ich zigfach auch mit meinem Beispiel mit Wasserstoff, Stickstoff und Sauerstoff, diese unsichtbaren, geschmacklosen, geruchlosen Gase, wo übrigens auch Wasserstoff und Sauerstoff dazugehört. Okay, ich nehme zwei unsichtbare Teilchen Wasserstoff, zwei unsichtbare Teilchen Sauerstoff und wenn ich die verbinde, kriege ich ein Wassermolekül. Merk doch, dass das Wissen ist, das in dir auftaucht, wo du jetzt eine materielle Vorstellung kriegst, was aber in Wirklichkeit eigentlich nur Symbole sind. Okay, kann ich dazu was sagen? Selbstverständlich. Ich habe schon fast vergessen. Na doch, doch, das war wichtig. Weil der Unterschied ist ja, wenn du jetzt sagst, das, okay, das fällt mir dann ein, es kommt ein neuer Gedanke in dem Chemiker, ne? Also, jetzt hat er eine Idee, die aus ihm kommt. So denke ich mir das natürlich, es kommt ja, der Chemiker kommt ja auch aus mir. Aber ich stelle mir jetzt mal vor, ich bin der Chemiker und mir fällt es ein. Richtig. Und der Unterschied ist aber, dass manche Dinge, die mir einfallen, sich dann echt realisieren lassen. Nicht nur vielleicht, sondern was es ist so. Dein Glauben. Ja, nicht alle, weil manche Sachen fallen mir ein, dass totaler Quatsch ist. Moment, nein, alle. Ich habe so oft erzählt, du musst sehr aufmerksam die Sachen anhören und die Schriften lesen. Ich weise dich immer wieder darauf hin. Du bekommst in deinem Geist zuerst einmal das zu sehen, was du im tiefsten Innern glaubst. Dein tiefster innerer Glaube hat nicht unbedingt was zu tun mit den Wünschen, die das Programm Daniela dir aufwirft. Mit den was? Mit den? Das heißt, die Wünsche, die du hast, sind nicht Glaube. Aber viele, viele Wünsche, die in dir auftauchen, das sind ja einfach nur Gedanken. Und das ist mein Beispiel, wo ich immer wieder sage, zum Beispiel, wenn in dir der Wunsch auftaucht, ich will ja, dass meine Mitmenschen glücklich sind. Ich will ja, dass es keine Kriege mehr gibt. Ja, will ich auch. Du musst jetzt diesen Wunsch, den du hast, musst du um 180 Grad drehen und in dich reinschauen, was du im tiefsten Innern glaubst. Ja. Und dann wirst du feststellen, die Ursache dieses Wunsches ist der Glaube, den du in dir trägst. In dem Moment, wo du glaubst, dass da außen unglückliche Menschen und Grieche sind und zwangsläufig taucht in dir auf, ich wünsche mir, dass die Menschen glücklich sind und dass es keine Grieche mehr gibt. Würdest du nicht glauben, dass da unglückliche Menschen unabhängig von dir da außen sind und dass da Grieche sind? Würdest du dir das auch nicht wünschen, dass es nicht mehr gibt? Ja, aber die Sache ist ja die, dass das immer wieder im Radio auftaucht. Ich müsste ja den Radio das jetzt ist, komplett wieso aufmachen. Wieso taucht es immer wieder im Radio auf? Weil das dein ich doch nicht. Innerer Glaube ist. Ich zeige dir die Bilder, dass du dir Gedanken machst, was du glaubst. Was ist das, wenn was im Radio auftaucht? Im Radio, wenn du auftauchst, sitzt du da, die einzige Realität, die hier und jetzt ist, du sitzt da und du hörst eine quäkige Radiostimme. Und jetzt das, was du hörst, verstreust du schon wieder um dich herum in Raum und Zeit. Schon irgendwie. Und jetzt nicht schon, das ist das. Und jetzt geh, weißt du, das ist diese Begriffsstutzigkeit. Wie oft bin ich mit dir durchgegangen, wenn du in die Physik in Wirkung Gottes am Schluss meine Definition oder die Definition einer Halluzination und einer Illusion. Du erinnerst dich. Was ist eine Illusion? Eine Illusion ist, wenn du in einem statischen Raster Gesichter und Dinge siehst, die jetzt gar nicht vorhanden sind. Ja. Und dann sage ich, es ist definitiv, wenn du jetzt da sitzt und du liest ein Märchen. Ja. Dann schaust du ein statisches Raster von Worten an. Und aufgrund deiner zwanghaften Mechanismus der Interpretation machst du aus diesen Worten in deinem Kopf eine kleine Geschichte, Vorstellungen und diese Figuren, diese Märchenfiguren, die jetzt in dir auftauchen, deine Interpretation der Worte eines Märchenbuches, sind nur Illusionen. Stimmt oder stimmt? Ja. Was ist jetzt der Unterschied, wenn du eine Tageszeitung liest? Da ist kein Unterschied. Ja, aber die Tageszeitung... Der einzige Unterschied ist, dass du tief in dir glaubst, dass das, was die Illusionen, die du aus den Worten einer Tageszeitung in dir aufhörst, weil da ist jetzt was in dir drin, das redet dir permanent ein, das ist da außen so, auch wenn du nicht dran denkst. Liest du ein Märchen. Das sind genauso Worte, das ist genauso ein Fetzen Papier. Ja. Da sagt dein tiefster innerer Glaube, das sind ja bloß Fantasiefiguren, das hat es ja nie gegeben. Ja, dann dürfte ich ja gar keine Tageszeitung mehr lesen. Selbstverständlich, als Märchenbuch. Vorhanden, du musst das, was du liest, die
die Vorstellungen, die die Worte einer Tageszeitung oder eines Geschichtsbuches oder eines Physikbuches in dir aufwerfen, diese Bilder, die aufgrund dieser Worte erzeugt werden, sind genauso Illusionen, die nicht in irgendeiner Form unabhängig von dir da außen existieren oder in der Vergangenheit irgendwann einmal waren, nur weil das ein Geschichtsbuch ist. Es sind genauso Illusionen, die du aus einem Märchenbuch oder einem Science-Fiction-Roman in dir aufwirfst. Bloß beim Märchenbuch und Science-Fiction-Roman, es ist schon wieder deine Definition, da redet jetzt irgendwie dein Ego ein, dein Materialismus ein, das ist jetzt da außen so und das war in der Vergangenheit so. Das passiert bei der Tageszeitung, beim Geschichtsbuch, beim Märchenbuch, beim Science-Fiction-Roman hast du auch Worte, ein Fetzen Papier mit Worten, das ist das, was ist. Aber da sagt jetzt dein tiefster innerer Glaube, dass das bloß Fantasy ist. Ja, wo liegt denn das wohl? An deinem Glauben. Das ist der Fehler in einem Führerscheinprüfungsbuch. Ein Glauben. Und darüber müssen wir nicht diskutieren, das ist das, was ist. Und wenn du den Glauben aufrechterhalten willst, dass da außen auch eine Welt ist, wenn du nicht dran denkst, und dass da oben Sterne um dich rumdrehen, wenn du nicht dran denkst, brichst du das zweite Gebot und dann hast du Arschlochkarte, Kleines. Und die Arschlochkarte wirst du bis zur Ewigkeit haben, bis du das akzeptierst, was die Wirklichkeit ist. Zeit spielt in dem Spiel keine Rolle. Punkt. Und wann genau? Jetzt. Jetzt oder nie? Scheiße. Und wenn du jetzt wieder den Mut nicht hast, das für dich selber zu entscheiden, zu erkennen, und du meinst, es müsste irgendjemand in dir auftauchen, der dir das erklärt, was jetzt im Moment der Fall ist, und dann sind wieder so viele, die Masse, breit ist der Weg der Masse in die Verderbung, solange du dich an der Masse orientierst, bist du, gehörst du zur Masse. Obwohl du doch was ganz was anderes bist, wie die Masse, die du dir ausdenkst. Du bist der, der sich die Masse ausdenkt. Ja, nochmal ein einfacher Satz aus dem ersten Selbstgespräch. An was denkst du bei dem Wort Menschheit? Menschheit ist einfach nur ein Wort. Was löst es für eine Vorstellung in dir aus? Viele Menschen. Also pass auf, nach deinem Programm, du darfst mir jetzt gern widersprechen, wenn das nicht so ist, 7 Milliarden Brockennasen auf einer Kugel, die sich um die Sonne rumdreht. Ja. Okay, das ist ganz legitim. Dein Programm gibt jetzt diese Vorstellung hier bei dem Geräusch Menschheit. Ob du das Geräusch hast oder das wird jetzt dastehen, wenn du das genauer dir Gedanken darüber machst, was das in dir auslöst. Jetzt ist die große Frage, wer denkt sich das aus? Der Geist, der sich jetzt diese Information ausschaut, ist nicht irgendeiner dieser Trockennasen auf der Erde. Das ist jetzt dein Problem, dass du dich so massiv mit diesen Trockennasenaffen verwechselst und dadurch machst du dich zu einer winzigen Facette einer großen Masse von 10 Milliarden Trockennasenaffen, obwohl du doch derjenige bist, der sich hier ausdenkt. Also du willst nicht wahrhaben, was du bist, du willst lieber das sein, was du zu sein glaubst. Und es leidet und sitzt und grübelt vor sich hin und grübelt vor sich hin, wieder besseren Wissens. Ja, was du kannst jetzt Gott nicht vorwerfen, dass er dir nicht geholfen hätte und dir gesagt hätte, was du bist. Aber du wirst es ja nicht für wahr haben. Du hältst dich lieber an der Massenglauben. Du willst ja nicht verrückt werden. Und wie oft habe ich dir schon gesagt, selig sind die verrückt. Sie sehen mein Himmelreich. Du willst kein außergewöhnlicher Mensch sein. Du willst ein vollkommen gewöhnlicher Mensch sein. Du willst in der Welt deiner Gewohnheiten, dieser Dummheiten, die du geistlos nachäffst, was du vom Hörensagen kennst, willst du aufrechterhalten. Mit all dem, was dazugehört. Dem Menschenwille sei es ein Himmelreich. Jeden Tisch in sein Plätzchen. Ja, aber das ist fies. Wer der Einzige, der fies ist, bist du. Ich habe kein Problem damit. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die Daniela, die ich mir jetzt ausdenke, da diese Daniela bloß ein Gedanke ist und Gedanken von mir nicht leiden können, sondern die wollen so sein, wie ich mir denke, dass sie sind. Und ich lasse jetzt diesen Gedanken Daniela freien Lauf, dass sie das erleben soll, was sie sich denkt, was letztendlich heißt, dass sie trotzdem als Gedanke keine eigene Empfindung hat, das empfinde bloß ich. Und ich sag, meiner Daniela geht's meistens super gut. Jetzt musst du bloß ich werden. Weil von mir aus gesehen ist dann die Daniela jetzt bloß ein Gedanke, den ich mir ausdenke. Bist du schon ich? Bist du schon ich? Ja, irgendwie nicht. Halt so teilweise richtig. Es wird so sein, wie du glaubst, dass es ist. Glaub ich auch nicht, dass ich dir versuche, deinen Glauben auszureden. Doch, versuchst du schon. Ich habe gesagt, ich werde dir nie vorschreiben, was du glauben sollst. Ich erkläre dir, was du bist und wie du funktionierst.
Und das erkläre ich dem Geist, der du bist, und nicht irgendein Gedanke von dir. Also erkläre ich das jetzt nochmal zurück zu dem Anfang, wo du gesagt hast, ich denke mir jetzt an Udo aus, wo ich denke, der weiß mehr als ich. Also davon gehe ich ja aus. Wenn du das packst, bedanke ich mich bei dir als Udo, aber dann weiß ich bloß deshalb mehr, weil du mich so denkst. Wir können jetzt ein anderes Programm nehmen, einen anderen Menschen nehmen, dann denkt man sich das aus, der denkt sich auch an Udo Betsch aus und der denkt sich, das ist ein tolles Arschloch. Ja, wer hat jetzt recht? Wer hat jetzt recht? Ich sag dir beide. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Wenn du den Satz verstanden hast, hast du alles verstanden. Jetzt ist die Frage, wer bestimmt, wie die Sachen angeblich sind. Genau, das ist nicht du. Du bist nur die Energie und du benutzt zurzeit einen gewissen Intellekt zum Denken und dieser Intellekt bestimmt, wie die Sachen sind. Aber dieser Intellekt ist also extrem fehlerhafter Intellekt. Weißt du, das ist diese große Anmaßung, dass jeder intellektuelle Mensch, wir nennen das einfach mal jeder Intellekt, der Mensch ist ja nur ein reines Konstrukt, wäre ein Interpretationssystem, dass jeder in dem großen Wahn lebt, er wüsste, was richtig ist. Schon die Tatsache, nach einer Richtigkeit zu streben, hat nichts mit Heiligkeit zu tun, weil richtig ist immer bloß eine Richtung und zu jeder Richtung gehört eine Kehrseite. Das haben wir tausendmal durchgekaut. Das heißt, Heiligkeit erreichst du, wenn du weißt, dass jede Richtung eine Kehrseite hat und diese Kehrseite von der anderen Seite gesehen, von der Kehrseite selbst gesehen, auch wieder eine Richtung ist. Und wenn wir das vorhergehen, richtig, aber dann verkehrt. Das höhere Bewusstsein verschmilzt es zu einer neuen Qualität. Was soll ich denn eigentlich? Alles, was du prinzipiell zu sehen bekommst, stellst du vor dich hin. Ich habe schon gesagt, wenn wir uns jetzt ein höheres Bewusstsein ausdenken, dieses ausgedachte Bewusstsein ist kein Bewusstsein, es ist was Ausgedachtes. Pass auf, jetzt machen wir nochmal, wir denken uns jetzt ein Globalbewusstsein aus, das vom Himmel oben sich das heliozentrische Weltbild anschaut, da ist eine Erdkugel, die von einer Sonne angestrahlt wird, dann ist eine Seite hell und eine Seite dunkel. So sieht es von diesem, von uns jetzt ausgedachten Bewusstsein aus. Dieses Bewusstsein wird niemals behaupten, dass auf das, was es vor sich hat, diese Erdkugel, das Hell und Dunkel sich abwechseln. Es sieht, die eine Seite ist hell und die andere Seite ist dunkel. Und das Bewusstsein sieht auch, dass auf dem, was es vor sich hinstellt, diese Erdkugel, auch die Wüstenhitze und die arktische Kälte gleichzeitig da ist. Es sind nur verschiedene Blickwinkel auf diese Kugel, aber die sind ja alle gleichzeitig. Es sieht, dass es auf dieser Kugel regnet und die Sonne scheint gleichzeitig. In dem Augenblick, wo dieses Bewusstsein sich jetzt reduziert und sich bewusst macht, wenn wir uns jetzt ein Bewusstsein denken, das sich nur auf der hellen Seite befindet, dieser Tropfen, das Äffchen auf dieser Kugel, das sieht ja nur hell. Und jetzt wirst du bei der Analyse dieser Charaktere erkennen, dass dieses Äffchen, dieser Trockennasenaffe, wenn er auf der hellen Seite ist, redet er sich ein, es war vorher finster. Obwohl du mit dem höheren Bewusstsein siehst, dass dieses vorher gar nicht existiert. Dass es immer gleichzeitig ist. Stimmt oder stimmt? Ja, aber ich kann dazu noch was sagen. Aber Moment, nein, ich will noch ein Stück weitergehen. Jetzt musst du aber noch eine Stufe drüber sein, weil du dir nämlich diese beiden Bewusstsein ausdenkst. Und ein ausgedachtes Bewusstsein ist kein Bewusstsein. Das heißt, für dich sind es zwei Perspektiven, zwei verschiedene Perspektiven. Und du bist jetzt nochmal die dritte Perspektive, weil du dir dieses Globalbewusstsein genauso ausdenkst und du bist nochmal eins. Du erkennst jetzt, dass diese beiden Möglichkeiten auch wieder gleich sind. Aber darum geht es jetzt nicht die Frage, was richtig ist, sondern die Richtung ist das, von welcher Seite, von welcher Bewusstseinsstufe aus siehst du das? Ja, da geht es jetzt aber auch um den zeitlichen Parameter, den du daran erklären möchtest. Es gibt keine Zeit. Zeit ist eine augenblickliche Erscheinung. Bei der gewissenhaften Selbstbeobachtung wirst du erkennen, dass dieser Trockennasenaffe Daniela mit aller Gewalt die Scheiße in sich, diesen Glauben am Leben halten wird, der die Ursache deines Leids ist. Mein berühmter Weidezaun. Du klammerst dich an Wissenselemente fest, die letztendlich die Ursache sind, wieso du leidest. Und du willst die nicht ums Verrecken holen aufgeben. Ich kann doch eh nichts dafür. Warum habe ich mir das Gefühl, dass du mich hier so zurecht... Die Figuren können nichts dafür, darum geht es ja überhaupt nicht. Die Frage ist, wer denkt sich's aus? Wer soll das durchschauen? Wer ist es, der das durchschauen soll? Verstehe ich nicht. Der sagt übrigens, derjenige sagt nicht, ich kann nichts dafür, das sind bloß unbewusste Menschen, die bei mir in die Schuld wen anders zuweisen, sondern der sagt, ich bin an einem schuld. Weil ich es mir ausdenke. Ich finde nicht, dass ich an einem schuld bin. Siehst du, das ist der große Unterschied. Ich sage, ich nehme alle Schuld auf mich.
Ja, dann kannst du die Weil die Schule auch. Daniela, die ich mir ausbilde, die ist genauso, wie ich sie erschaffen habe. Und ich habe mir dabei was gedacht. Und es ist auch, ich habe das Bewusstsein, dass die Daniela, die ich mir jetzt ausdenke, dieser Charakter, dass der selber nicht spürt, dass der selber nicht leidet, ich erlebe das. Ich erlebe diesen Charakter in mir. Aber so wie ich eine Romanfigur erlebe, so wie ich jetzt auch den Udo erlebe, so wie ich Hexen erlebe und Zauberer erlebe, und all diese Charaktere sind hochinteressant. Bist du schon ich? Das ist mehrere Male in den Selbstgesprächen rot geschrieben. Ich bin du, rot geschrieben. Bist du schon ich, rot geschrieben. Punkt, Punkt, Punkt. Oder glaubst du noch ein Gedanke von dir selbst? Ich verstehe diese Message, glaube ich, schon hier langsam. Du ahnst sie. Wenn du Aber sie verstanden hast, hast du keine Probleme mehr. trotzdem taucht es einfach so auf. Immer mit einer extremen Hartnäckigkeit, wo es ein klares Zeichen ist, dass es noch nicht innerlich wirklich, es ist, du erahnst es, dass es so ist. Aber wenn du einfach nur beobachte, ganz einfach, was die Daniela glaubt, du wünschst es, du möchtest das gern Ja, glauben, die aber kann irgendwas doch gar wird nichts einfach passieren. glauben. Ja, das ist, Glauben ist, der rote Glaube ist etwas, was bloß vom Geist getätigt werden kann. Der blaue Glaube ist ein reines Fürwahrhalten. Das ist wie mit dem blauen Fakten. Ich soll mir jetzt reingucken in die Daniela, die es doch gar nicht gibt, die es doch nur gibt, wenn ich sie denke, was Die die gibt's doch glaubt. jetzt. Aber was redest du jetzt? Ist doch eindeutig jetzt der Daniela Jetzt da. ist doch nur ein Bildschirm hier. Das ist, die Frage ist immer wieder, die ist wesentlich mehr. Das ist Daniela, das Wort Daniela, wenn wir jetzt setzen wir mal das, neutralisieren wir das mit dem Wort Mensch. Das Wort Mensch ist wesentlich mehr, wie jetzt bloß irgendein einzelner Gedanke, wie ein Körper, wie eine Person. Ich sage das immer wieder, der Mensch, was wir jetzt als der Mensch Daniela, das blaue Ich, dieser Charakter Daniela ist ein reines Konstrukt deren Interpretationssystem. Das ist ein gewisser Intellekt, der eine komplette Welt in sich entfaltet. Aber dein Intellekt kann doch nicht Wobei glauben. innerhalb dieser Traumwelt Daniela ist dieser reine momentan ausgedachte Körper Daniela eine winzige Facette. Aber kann denn der Wenn du Intellekt mal überhaupt was schaust, was dein glauben? Intellekt hergibt, was in dir dieser Intellekt an Wissen hat, zum Beispiel über Zeitgeschichte, über Märchen, über Kinofilme, über Amerika, über Schauspieler, über Politik, über Fußball, egal was in dir auftaucht, das ist alles der Intellekt Daniela. Egal was du denkst, das ist das Wissen der Daniela. Wäre dieses Wissen nicht da, könntest du nichts denken. Aber du arbeitest nur mit dem Intellekt der Daniela. Das ist das, was ich sage. Das ist ein Programm, das du zu durchschauen hast. Dass dir mal hier klar wird, dass der Mensch Daniela wesentlich mehr ist, wie bloß dieser eine Körper oder die Körper, die du der Daniela zusprichst. Aber wenn jetzt jemand anders das Gespräch anhört? Wer ist was anders? Naja, zum Den Beispiel. anderen, den du dir jetzt ausdenkst, ist ein Gedanke von der Daniela. Jetzt sind wir schon wieder bei uns, die anderen. Also wird Das ist Daniela im immer der Sinne von. große Unterschied. Ein ausgedachter anderer ist immer bloß eine Gedankenwelle. Es ist eine Erscheinung, die immer nur dann da ist, wenn du es denkst. Also jeden anderen, den du dir jetzt denkst, der ist nur in dem Moment, wo du ihn denkst. Und wenn du ihn nicht mehr denkst, ist er weg. Das ist übrigens ganz anders, wenn ich sage, du Geist, der du jetzt dieses Gespräch belauscht. Du Geist bist immer. Aber dieser Geist, der jetzt dieses Gespräch belauscht, ist nicht irgendein ausgedachter anderer. Ja, das schon. Aber dieser Geist, der läuft jetzt nicht zwangsweise mit dem Programm Daniela. Das ist eine Facette. Dieser Geist ist ein eigenständiger Geist und er läuft mit dem Programm, in dem er läuft. Du Geist, denkst jetzt, du erlebst jetzt ein Gespräch, du hörst jetzt einfach Geräusche, du hörst eine männliche Stimme aus dem Computer und du hörst eine weibliche Stimme aus dem Computer. Ja. Und du glaubst jetzt, der Mensch zu sein, der vor seinem Computer sitzt und eine Aufnahme anhört, die angeblich in der Vergangenheit getätigt wurde. Das ist das ganz wertfrei. Egal, wer du jetzt zu sein glaubst, in dem Moment, wo du irgendjemand zu sein glaubst, bist du in einer gewissen Perspektive. Das heißt, wenn du jetzt glaubst, du bist die Daniela, dann fühlst du den Körper der Daniela, natürlich nur, wenn du an diesen Daniela-Körper jetzt denkst, weil du sagst, das bin ich. Der Körper existiert nur, wenn du dran denkst. Und du lauschst jetzt einfach nur der kläglichen Stimme vom Udo. Wenn du jetzt aber glaubst, du bist zum Beispiel der Michael und die Daniela hat dir eine Datei geschickt, dann hörst du jetzt die quäkige Stimme vom Udo, die quäkige Stimme von der Daniela und du denkst jetzt, wenn du an dich denkst, an den Michael, der vom Computer sitzt und sich diese Aufnahme anhört. Um all das zu begreifen, musst du nochmal eine Stufe drüber sein, weil ich sage nochmal, auch ein ausgedachter Geist ist schon wieder eine Information von dir.
Das heißt auch, der Geist, den wir uns jetzt ausdenken, ist kein Geist. Geist ist der, der es erlebt. Und ein Gedanke von dir erlebt nichts. Das heißt, geh nicht davon aus, dass jetzt in irgendeiner Form die Daniela, die du dir ausdenkst, irgendwas erlebt oder der Udo, den du dir ausdenkst. Egal, wer du jetzt zu sein glaubst. Und der, der du zu sein glaubst, erlebt es auch nicht, weil der auch bloß ein Gedanke ist. Du erlebst es. Du bist der Einzige, der immer ist. Aber du hast gerade gesagt, und du bist eindeutig auch dann da, wenn du nicht an den Udo denkst. Und du bist eindeutig auch dann da, wenn du nicht an die Daniela denkst oder an den, der du zu sein glaubst. Ja. Aber du hast ja vorhin gesagt, alles von dem Programm Daniela. Wenn das Programm Daniela nicht wäre, dann wenn du mit dem Programm Daniela läufst, wenn du mit dem Programm Michael läufst, erlebst du die Michael-Welt und dann wirst du in der Welt der Interessen des Michaels leben und dann wirst du feststellen, dass zum Beispiel, wenn du jetzt glaubst, du bist der Michael, hast du ganz andere Fokuspunkte in deinem Alltag, also ständige Wiederholungen von Bildern, die komplett anders sind, wie die Wiederholungen von mit dem Daniela-Programm. Bloß mich interessiert jetzt nicht das Michael-Programm, weil ich bin jetzt das Daniela-Programm. Mich interessiert das Daniela-Programm, nein, aber wenn ich jetzt glaube, dass ich der Michael bin, interessiert mich das Daniela-Programm bloß am Rande, weil ich genügend zu tun habe, das mein eigenes Programm zu durchschauen. Und wenn du das dann durchschaut hast, das Programm, dann wirst du anfangen, Tierchen gucken. Das heißt, du wirst dich selber, ein Tierchen kannst du rund um die Uhr beobachten und in dem Moment, wo du dieses Tierchen ziemlich durchschaut hast, sind ja in deinem Traum auch andere Tierchen, dann wirst du die genauso analysieren. Das ist das Spiel des Lebens. Und ich sage, du kannst erst wertfrei analysieren, wenn du in irgendeiner Art und Weise mal erkannt hast, dass immer wieder dieses Prinzip der Kritik, ein ständiges Kritisieren ist ein Bewerten. Bewerten hängt immer von einem einseitigen Ideal ab. Du wirst die Widersprüche der Menschen in sich selber erkennen, vor allem was die Naturwissenschaft anbelangt, die immer behaupten, sie arbeiten mit verschiedenen Fakten. Diese grundsätzlichen Axiome, die hier gesetzt werden und allen voran, ich befinde mich auf einer Kugel, die sich um die Sonne rumdreht, das heißt, da außen ist auch dann ein Universum, wenn ich nicht an dieses Universum denke, Universum wird jetzt gesetzt, das reine heliozentrische Weltbild, bei dem Wort Universum, wobei das Wort Universum nicht heliozentrisches Weltbild heißt, das ist eine Vorstellung, die du dir ausdenkst. So wie du dir auch ein geozentrisches Weltbild ausdenken kannst, eine Hohlkugelwelt ausdenken kannst, ein ptolemäisches Weltbild. Das heißt, egal, wenn du dich mit Weltbildern beschäftigst, dann hast du eine gewisse Struktur, einen Gedankengang und den verwirklichst du in deinem Kopf als Vorstellung, was du dir ausdenkst. Der große Witz ist, das ist ja das, was ist. Die Dummheit besteht, wenn du in dich reinschaust, dass irgendwie in dir der Glaube ist, dass diese ganzen Weltbilder, die du jetzt ablaufen lassen kannst in deinem Individualbewusstsein, wie auf einer Leinwand, wenn du natürlich das Wissen dazu hast, das benötigst ja die Datei, wie das angeblich abläuft, dass irgendwelche Kugeln sich irgendwie um andere Kugeln rumdrehen, dass du den Fehler machst aufgrund deines Materialismus, dass du sagst, das sind ja alles falsche Glauben, weil da außen ist ja das heliozentrische Weltbild. Zweites Gebot, mach dir kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel. Punkt. Und ich sage nochmal, wenn du meine Gebote brichst, wirst du leiden als Geist, bis in alle Ewigkeit, weil du ein ewiger Geist bist. Und alle Gedanken von dir leiden nicht, weil das bloß Gedanken sind. Das heißt, die Daniela leidet nicht und der Michael leidet nicht. Du leidest nur, wenn du glaubst, du bist die Daniela oder du bist der Michael, weil du leidest jetzt an der Engstirnigkeit dieses extremen fehlerhaften Wissens, das du zum Denken benutzt. Obwohl du auch viele, viele andere Denksysteme zum Denken benutzen könntest. Aber ich habe dir die Freiheit gegeben, dass du glauben darfst, was du glaubst. Aber dann ist es totales Chaos. Ich schreibe dir nicht vor, was du glauben sollst, was ich gemacht habe. Ich habe dir, Geistesfunken, einen einzigen fehlerhaften Glauben gegeben. Und innerhalb dieses fehlerhaften Glaubens sind viele andere Glaubenssysteme enthalten, die natürlich von deinen fehlerhaften Glauben teilweise sehr als verkehrt und falsch definiert werden, obwohl das nur andere Perspektiven und andere Denkmöglichkeiten sind, die du nutzen sollst und nicht bekämpfen sollst. Ja, das ist ja gut. Das finde ich schön. So. Das ist doch mal ein guter Ansatz. Aber du benutzt die anderen Denkmöglichkeiten nicht. Ja, das stimmt schon. Ich merke, dass ich beschränkt bin so. Aber auf der anderen Seite finde ich auch, dass es Chaos erzeugt, wenn man eben... Was ist Chaos? Was bedeutet Chaos? Ja, du weißt, was ich gerade... Was das Wort Chaos in dir auslöst. Was bedeutet das Wort Chaos? Also für mich bedeutet das Wort Chaos, dass ich... Definiere mir das Wort Chaos. Also ich sage jetzt mal, was jetzt für mich soll, welche Vorstellung dazu aufkommt. Chaos ist für mich so...
alles durcheinander halt. Alles. Richtig. Aber durcheinander. Pass auf, das Wort Chaos ist griechisch. Du findest es in jedem Altgriechisch-Wörterbuch. Mhm. Okay, die genaue altgriechische Definition von dem Wort Chaos ist zuerst ein unendlich ausgedehnter Raum, genauer noch ein leerer Luftraum. Ein leerer Luftraum. Jetzt schau dir mal das Wort Luftraum genauer an. Das beginnt mit einem L, dann kommt ein U, und das F ist ja gleich B, das heißt, das Licht ist UP, und dann kommt T, und dann kommt Raum. Das heißt, das Licht ist UP, ist ein Traum. Luftraum kannst du auch als LUP-Traum lesen. Ja, und jetzt? Du befindest dich zurzeit in diesem Traum. Und aus dem soll ich raus? Nein. Du sollst der werden, der träumt, ich bist. Aber ich muss aus dem Chaos raus. Das Chaos macht es zurzeit das Daniela-Programm. Weil das Daniela-Programm immer Einseitigkeiten anstrebt, das will glücklich sein, das will schön sein, das will Frieden, das will Sicherheit, und das sind Einseitigkeiten, du musst es verändern, dein Ziel sollte die Heiligkeit sein. Das habe ich so oft erklärt, die Heiligkeit ist nicht heil sein, heißt, dass du alle, das heile Wetter, alle Möglichkeiten des Wetters gleichzeitig. Heiligkeit ist eine höhere Bewusstseinsstufe. Heiligkeit zieht das Hell und Dunkel untrennbar zusammen, dass die eine neue Idee geben und werden nicht sagen, jetzt ist es wieder hell oder es ist, wenn es hell ist, kann es nicht sein. Das ist die Logik, ist eine riesengroße Logik, hat zwar auch von einem ausgeschlossenen Dritten gesprochen, der nicht denkbar ist. Hallo Nervenseele. Hallo. Ja, es ist tausendfach alles gesagt. Lies und verstehe. Und stille dabei noch eine Runde des Menschen, der du zu sein glaubst. Mach dir immer einfach bewusst, ich erkläre dir nur, was Fakten, wirkliche Fakten sind. Und die eigentliche Quelle deines Leids ist dein für wahrhaltendes nicht loslassen wollen von den alten Glaubenssätzen. Weißt du, wenn du die einfachsten Sätze verstanden hast, es gibt an einer, deine Traumwelt ist eine lebendige Führerscheinprüfungsbogenwelt, du hast daran nichts zu verändern. Das heißt, jegliche Form von verändern wollen für dich nur in eine andere neue Form von Einseitigkeit. Das ist eine Aufgabe dann wieder. Die Frage ist bloß, hast du das schon verstanden, dass du das Heilige bist, die allumfassende Liebe? Oder lebst du noch in der Welt von selektiver Liebe, wo du ganz definitiv sagst, das will ich haben, das will ich nicht? Ist das so schlimm? Das ist überhaupt nicht schlimm, es ist die Quelle von Leid. Ob ich jetzt hell oder dunkel setze oder in Bezug auf Wetter, Sonnenschein und Regen, wie oft habe ich dir schon gesagt, frag mal einen Bauern, was besser ist. Er wird dich anschauen und wird sagen, was ist das für eine blöde Frage? Ich ja. Brauche beides. Deswegen ja. So, statt Sonnenschein und Regen setzen wir jetzt Krieg und Frieden, Gesundheit und Krankheit. Jetzt schau mal, was der Intellekt hergibt, den du zum Denken bindest. Ja, was? Die Heiligkeit, er will gesund sein, er will lieben, er will glücklich sein. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Wobei das Böse, die negative Seite nur negativ erscheint, weil du die positiv, die von dir positiv definierte Seite als richtig und als einzig angenehm definierst. Du wirst aber jetzt plötzlich feststellen, wenn wir jetzt das simple Beispiel von Sonnenschein und Regen nehmen, dass beides sehr angenehm ist. Was mir jetzt gerade nur einfällt, es ist halt alles noch abhängig vom Materialismus über das, was wir jetzt reden. Richtig. Es hängt, es steht und fällt mit diesem fehlerhaften Denksystem. Wenn du dieses materialistische Denksystem durchschaust, dass das das eigentliche Problem ist, dann hast du praktisch deinen Führerscheinprüfungsbogen. Das meinte ich gerade überhaupt gar nicht. Ich meine jetzt zum Beispiel, wenn du sagst, dass das alles zusammengehört, Krieg und Frieden und so weiter, das ist ja alles... Auf einer höheren geistigen Ebene ist das eine neue Qualität.
Es gibt eine neue Qualität. Nur Sonnenschein und Regen ermöglicht Wachstum. Ja, aber das ist ja, wir reden ja jetzt. Sonnenschein wird alles verbrennen und im Regen wird alles versaut. Genau, aber wir reden ja jetzt hier von Materialismus im Prinzip. Ja, das verstehst du unter Materialismus. Erklär mir das Wort Materialismus. Die Welt. Das was ich erlebe. Was ist Welt? Welt ist alles. Welt ist wie Wetter. Naja, eigentlich schon auch das, was hier und jetzt da ist. Es gibt keine gute Welt und keine schlechte Welt. Es ist, eine gute Welt ist genauso wie eine Definition von dem Begriff Welt. So Wetter ist gutes Wetter, Sonnenschein. Unter Materialismus verstehe ich das, was ich jetzt hier anfassen kann. Materie, ist eine sinnlich wahrgenommene Erscheinung. Okay, genau. Fass deine Maus an vom Computer, fass die Ohren, heb die hoch. Was ist mit dir, wenn du die nicht mehr denkst? Es geht ja um die Sachen, die hier und jetzt da sind. Und das ist ja irgendwie Materie. Das ist hier und jetzt da. Ein Computer. Wann ist der da? Jetzt. Wieso? Weiß ich nicht. Der ist jetzt deine Information, der ist jetzt in dir aufgetaucht. Das ist kein Unterschied, ob du jetzt denk an die Kloschüssel bei dir im Badezimmer. Ob du die jetzt nur denkst, ob die feinstofflich ist oder du siehst die sinnlich in deinem Gesicht, das bleibt eine hier und jetzt von dir wahrgenommene Information in deinem Kopf. Die vier Stufen der Vergessenheit. Bloß wenn die Bilder real waren, dann hast du den Eindruck, dass das unabhängig von dir draußen existiert. Das suggeriert dir dein Glaube. Aber geht es jetzt nicht um diese realen Bilder? Das ist schlichtweg einfach eine Selbstlüge, weil du etwas beschwörst, etwas glaubst, was nicht der Fall ist. Wenn du an etwas nicht denkst, ist es nicht. Und wenn du es denkst, ist es so, wie du es denkst. Das heißt, wenn du was wahrnimmst, ist es so, wie du wahrnimmst. Und wenn du was sinnlich wahrnimmst, du kannst jetzt an deine Computermaus denken, dann ist die feinstofflich und du kannst die materialisieren, indem du die in dein Gesichtfeld reinschiebst. Dann denkst du die Hand von der Daniela, hebst die hoch, dann merkst du Gewicht, dann merkst du Härte. All das sind deine Informationen. Da gibt's ja nichts dran zu rütteln. Ja. Aber es ist nur dann, wenn sie auftauchen. Und dein Glaube, jetzt schau in dich rein, ob du glaubst, ob die Scheiße auch dann da außen existiert, wenn du nicht dran denkst. Das ist materiell. Geistloser Materialismus. Das Wort Materie geht für die drei. Ja, aber das wäre so, wie wenn ich sagen würde, ja, vor 5 Minuten war das alles nicht. Das ist ja dasselbe. Was ist vor 5 Minuten? Haben wir hier geskypt. Das ist gar nichts. Immer jetzt. Schau, ich kann immer wieder nur feststellen, du demonstrierst wie alle Menschen nur deine Geistlosigkeit, die Unfähigkeit, die einfachsten Sätze zu verstehen. Vergangenheit ist ein Gedanke, den du jetzt denkst. Du denkst jetzt, du Geist schaust jetzt deine Information an und dein zwanghafter Interpretationsmechanismus sagt dir, das war vor 5 Minuten. Ja. Vor 5 Minuten war gar nichts. Es ist ein Gedanke, den du jetzt denkst und du definierst ihn in die Vergangenheit. Das ist ein Faktum. Es war niemals was in der Vergangenheit. Es gibt, in der Vergangenheit kann nichts passiert sein. Also wir haben nicht telefoniert vor 5 Minuten. Nein, wir telefonieren jetzt. Und du kannst jetzt dran denken, dass wir vor 5 Minuten das und das gesprochen haben, aber in dem Moment, wo du das denkst, denkst du das jetzt. Das stimmt schon. Du kannst jetzt dran denken, dass du in Ellingen warst. Du warst niemals in der Vergangenheit in Ellingen, weil was du anschaust, ist hier und jetzt in deinem Kopf. Aber ich war doch in Ellingen. War ich nicht in Ellingen? Bist du sicher? Du denkst jetzt, dass du in Ellingen warst. Ja. Und du kannst jetzt denken, dass du in Ellingen bist. Aber das solltest du dann erst Selbstgespräch anhören, wo ich dir sage, Realisierung ist bloß im Hier und Jetzt möglich. Und das, was du feinstofflich denkst, kannst du in Raum und Zeit um dich herum verstreuen. Was passiert, passiert hier und jetzt. Das heißt, du warst jetzt in Ellingen und du warst, ist schon ein Blödsinn, weil jetzt ist schon wieder Vergangenheit hinweist. Du denkst dir jetzt, dass du in Ellingen, pass auf, machen wir es anders. Stimmt du nicht beides. Jetzt, dass du denkst dir jetzt, dass du jetzt mit Nudos kannst. Ja. Okay? Du kannst dir jetzt denken, dass du auf der Kloschüssel sitzt. In einer Stunde. Okay? Ja. Das kannst du dir auch jetzt denken. Ja. Du kannst jetzt auf der Kloschüssel sitzen und dir denken, dass du vor einer Stunde mit Nudo gescannt hast. Ja. Merkst du, dass das immer jetzt ist? Ja. Aber es kommt ja auf diese Gedanken an, wenn man sich jetzt einig ist darüber. Wir können jetzt nicht sagen, ja, wir waren in Hamburg vor letztes Jahr. Selbstverständlich kann man das sagen. Wie kannst du behaupten, dass man das nicht sagen kann? Naja, wir jetzt zum Beispiel. Ich beweise, pass auf, was ich jetzt sage. Wir waren vor einem Jahr in Hamburg. Du behauptest, wir beide. Das kannst du doch nicht sagen. Ich beweise dir doch, dass ich das sagen kann.
Jetzt kann sie sagen, ja, Ja. wir waren nicht in Hamburg. Es wird Du. immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Wenn du wüsstest, was wir schon alles gemacht haben, wir zwei, was du Mir bloß nicht weißt, es gibt echt? unendlich viele Zeitmöglichkeiten. Mir Alles, was zwei. noch passieren wird, ist ja schon. Alles, was war, ist immer noch. Jetzt kommt dieses blöde Spiel mit dem früheren Leben. Du bist genau genommen ein Bücherregal und so, wie du immer bloß das innerhalb deines Buches, immer bloß das siehst, was du in dem Buch gerade rausfokussierst. Du kannst ja zurückblättern, wie ich dir das so oft gesagt habe. Du kannst die Seiten, die du schon gelesen hast, kannst du dich ja zurückerinnern, aber in dem Moment, wo du das machst, wird es hier und jetzt zu den Erscheinungen. Du kannst auf der Seite 31 an die Seite 20 denken. Das ist wie wenn du zurückblätterst, dann taucht die Seite 20 wieder auf, obwohl du momentan auf der Seite 31 bist. Alles, was du schon durchgerastert hast, kannst du ja wieder in hier und jetzt aktivieren. Ja, aber es geht ja um das Buch. Moment, es geht um was ganz was anderes. Innerhalb des Buches, das du zur Zeit durchdenkst. Wenn du jetzt auf der höheren Bewusstseinsebene bist, bist du ein Bücherregal und dann passiert dasselbe, dass du zurzeit ein Buch liest, das ist wie eine Seite in Bezug auf das Buch und du kannst dich zurückerinnern, dass du ja schon andere Bücher aus dem Bücherregal gelesen hast. Okay, ich verstehe. Oh ja. Ja, aber im Moment. Sonst hätte ich das schon alles erübrigt. Tausendmal erzählt ist, bloß Ja, was ich. also jetzt. Ich sage immer wieder, das Programm wehrt sich massiv durch Unreife dagegen, das zu akzeptieren, was die Wirklichkeit ist. Ich denke mir halt jetzt wirklich nur an dem Beispiel, wir können jetzt echt genau über Ellingen reden. Selbstverständlich, hier und jetzt. Kann man. Aber Wieso? jetzt Weil nicht du über die Sachen, Seiten wo ich nicht unterschiedlich, weil dabei das in einem Buch war, das, die Seiten in einem Buch sind alle gleichzeitig. Und wenn du zurückblätterst, hast du auf Seiten, die du schon gelesen hast, hast du erlebt, dass du in Ellingen warst. Ja. Jetzt können wir aber weitergehen. Du blätterst noch weiter zurück und du denkst jetzt, du bist auf der Seite 20. Da war ja diese Ellingen auch schon dort, die Seite, wo du in Ja, Ellingen warst. Du okay. hast es bloß noch nicht gelesen gehabt. Ja. Richtig. Aber es bleibt immer jetzt. Alle Seiten sind jetzt. Das schon. Aber es macht ja jetzt keinen Sinn. Jetzt. Doch. Das macht den Sinn. Das macht den höheren Sinn. Also die Das Frage. alles, was noch passieren wird, kann nur jetzt in Erscheinung treten. Es ist aber schon als Seinsmöglichkeit in dir drin. Aber du sagst immer, das Alles, was ist du nie noch erlebst, passiert. Darum bitte? ging es ja. Es ging ja darum, dass du gesagt hast, es ist nie passiert. Es ist nie in der Vergangenheit passiert, habe ich gesagt. Was passiert, passiert jetzt. Und es passiert hier in dir. Na, jetzt passiert es mit dran denken können. Richtig. Und es kann auch jetzt sein, dass es jetzt real ist. Ist es ja jetzt nicht. Wieso? Dann liest du das erste Selbstgespräch, ich bin du zwei, und da wird dir genau erklärt, dass prinzipiell alles, was du wahrnimmst, hier und jetzt eine Information ist, realisieren. Das heißt also jetzt, was ich unter real definiere, kannst du nur unmittelbar im Jetzt. Und alles, was du jetzt automatisch gedanklich definierst, dass es früher war oder woanders war, ist auch jetzt, aber zwangsläufig deswegen nur feinstofflich, weil du das nicht ins absolute Jetzt konzentrierst. Ja. Verstehst du? Das heißt, du kannst hier, wenn du blätterst, kannst du Materie, kann immer nur hier und jetzt wahrgenommen werden. Ich kann sagen, es ist unmöglich, dass du in einer Stunde in einem Badezimmer aufs Klo gehst. Ja. Hör zu, du kannst jetzt dran denken. Du kannst jetzt an das Badezimmer denken und eine Daniela, die sich auf die Kloschüssel denkt. Weil, zu Punkt A, das Badezimmer jetzt von dir woanders hingedacht wird, obwohl das ja hier ist, wenn du es denkst. Und die Daniela, die du dir jetzt denkst, die sich draufsetzt, in der Zukunft ja ist, obwohl du Ja. sie jetzt denkst, ist es nur feinstofflich. Wenn du das materialisieren willst, Ja. dann musst du jetzt im Badezimmer sein und jetzt dich draufsetzen. Ja. Das ist der konzentrierte Punkt. Dasselbe kann man in die Vergangenheit setzen. Du kannst jetzt hier denken, dass du gestern auf dem Klo warst, aber weil du denkst, dass du gestern warst, erscheint es in dir nur feinstofflich. Und da das Klo jetzt, das du dir ausdenkst, woanders ist, ist es auch nur feinstofflich. Wenn du es materialisieren willst, muss das Klo und das Draufsetzen jetzt und hier unmittelbar da sein und weil es dann wirklich unmittelbar hier und jetzt ist, wird es materiell erscheinen. Ja. Sobald du etwas denkst, dass es woanders passiert oder früher oder
in der Zukunft oder in der Vergangenheit wird es auch jetzt gedacht und es ist auch hier, aber weil du mit einer Logik sagst, es ist woanders räumlich wie zeitlich, ist es nur feinstofflich möglich. Also ist das Alien, das du dir jetzt denkst, wo du warst, weil du dir das in die Vergangenheit und woanders hin denkst, nur feinstofflich da. Jetzt. Jetzt, ja. Wenn du das materialisieren willst, musst du in deinem Glauben mal so sein, dass du jetzt in Ellingen bist und dann wirst du die Daniela jetzt in Ellingen erleben. Und wenn du sagst, ich bin jetzt in Ellingen, ist es realisiert. Okay. Ein ausgedachtes Ellingen oder ein ausgedachtes Klo ist was anderes, wenn du dir das woanders hindenkst, als wenn du sagst, es ist hier. Nur was hier und jetzt ist, kannst du materialisieren und du kannst hier und jetzt feinstofflich Bilder aufwerfen, indem du das sagst, das ist woanders, räumlich wie zeitlich. Dann sind die Bilder hier und jetzt feinstofflich. Ja. Das ist die genaue Definition, was in dir passiert. Aber es ändert sich, dass das, was von dir angeschaut wird, ist hier und jetzt. Ja. Und jetzt ist immer wieder die Frage, ob du das jetzt unmittelbar, räumlich wie zeitlich, im Jetzt hier denkst, oder ob du dir das räumlich und zeitlich woanders hin denkst, obwohl du es auch hier und jetzt denkst. Das ist dann die Ursache, dass die Bilder bloß feinstofflich sind. Alles klar, lass du das einmal nochmal durch den Kopf gehen. Wenn nicht, liest das erste Selbstgespräch, du hattest es genau erklärt. Ich bin du zwei. Da wird es ganz genau erklärt. Du musst auch immer wieder studieren, immer und immer wieder deine Ohrenbohrungen. Einmal lesen nützt überhaupt nichts. Es ist wie wenn du ein Physik- oder ein Mathematikbuch einmal liest, das kannst du einmal durchlesen, dann kannst du behaupten, ich habe den Sinn dieser Formeln verstanden. Du sagst doch, man muss das überhaupt nicht lesen. Bitte? Du sagst doch, man muss das überhaupt nicht lesen. Du musst das, was in dir aufkommt, du musst deinen Traum anschauen und da wird das passieren, was dich interessiert. Alles klar, Kleines? Träum noch eine Runde.